Hallo, grüß euch. Heute mache ich so eine Art Olivenbrot. Mit Olivenöl, so wie es die Italiener haben. Ich habe da 300 Milliliter lauwarmes Wasser. Bitte nehmt das Wasser nicht zu heiß, sonst geht euch der Garant. Der ist dann kaputt. Ein Backtel Hefe. Dann ein Honig, und das tun wir jetzt vermischen schön. Dass es auflöst. Da habe ich 500 Gramm ganz normales glattes Mehl drin. Und da tun wir jetzt 20 Gramm Olivenöl rein. Dann tun wir rein Salz. Einfach nicht einen ganzen Esslöffel. Und dann tun wir das einschütten, wenn sich das aufgelöst hat. Und das war alles. Und dann lassen wir es eine Stunde bei Zimmertemperatur gehen. Lasst ihn da beim gut durchkneten. Dann wird das Brot umso schöner. Lass den jetzt richtig kneten, bis der Teig schön glatt ist. Dann tue ihn raus, kneten nochmal mit den Händen, zwei, dreimal durch. Tue in die Schüssel ganz ein bisschen Mehl rein, tue in den Teig wieder rein, Geschirrhanger drüber und lasse eine Stunde in Ruhe. Und dann bin ich wieder weich. So, jetzt ist der Teig doppelt so groß. Dann tun wir einmal durchkneten und dann wege ihn ab. Und dann tun wir bestimmen, wie viel rein. So ungefähr 6 sollen rausgehen. Das waren jetzt immer 170. Das wird ein bisschen mehr sein. So, jetzt schauen wir mal. Da tun wir jetzt überall ein Stückchen weg und dann passt es. Ich muss gerade ein Mehl holen. Entschuldigung. Jetzt tun wir da ein bisschen Mehl her. Dann kneten wir es so schön zusammen. Immer mit einem Handrücken in die Mitte einkneten. Und dann tun wir sie auswolben.
immer wieder ein bisschen ziehen. Hoppala. Und dann, dass sie auf der Seite so spitz weglaufen. Die lassen wir noch gehen. Noch einmal, ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde. Schauen wir sie an, je nachdem, wie schnell sie gehen. Dann eine Stunde gegangen sein, dann bin ich wieder bei euch, dann die wir in der Mitte einschneiden, dass die ein bisschen auseinander gehen und dann die wir sie backen. Das war alles. Bis später. So, letzter Teil, jetzt bin ich wieder da. Die sind super aufgegangen. Und jetzt, ich habe das Backrohr auf 210 Grad Ober- und Unterhitze, halte sie vor. Das läuft gerade. Und da backe ich sie ungefähr 25 Minuten. Müsst schauen, wie eure Öfen sind. Also nicht immer hundertprozentig auf mich verlassen mit meinem Ofen. Gell? Da schneiden wir jetzt ein. Machen wir ein scharfes Messer. Die sind super gut. Und außer die Gehzeit, muss ich sagen, sind sie ganz, ganz einfach zu machen. So, ich lasse die jetzt 20 Minuten backen. Dann mache ich ein Foto, stelle es ins Netz. Und ich hoffe, es macht sie nach, weil die sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Außen ein bisschen krustig und innen drin so weich, wie die Ölbrote in Italien sind. Der hundertprozentige Geschmack ist natürlich nicht, weil das, da machen wir eh nicht nach. Da gibt es sicher irgendeinen Trick, aber sie sind sehr, sehr ähnlich und sehr gut. Dann wollte ich mich noch entschuldigen, weil ich bei der Verlosung gesagt habe, nur die Damen. Natürlich selbstverständlich auch die Herren. Ich habe natürlich auch von Herren das Stichwort geschrieben gekriegt und die sind natürlich auch bei der Losung vorbei und, dabei und dürfen natürlich auch mitmachen. Das weiß ich nicht. Also bitte um Entschuldigung, die lieben Herren dürfen auch mitmachen. Freue mich sehr, wenn Herren mitmachen. Dann wollte ich mich nochmal bedanken fürs Video schauen. Macht es noch. Gutes Gelingen. Danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und bleibt gesund. Viertag!